It's us, Mario. Ja, noch nicht genug Mario Maker heute auf dem Sender. Wir zocken noch ein bisschen und zwar eure Level. Yeah. Ja, herzlich willkommen. Ready Player 2. Wir sind wieder am Start, Donnerstag. Und heute wollen wir ein bisschen Mario Maker zocken, was sich ja zu einem ganz guten Timing rausgestellt hat. Das stimmt. Heute ein großes Update für das Spiel erschienen. Und ich habe gehört, Kollege Matthias hält sich für den besten Mario Maker Spieler im Hause Rocket Beans. Ich wollte das nicht ganz unbeantwortet stehen lassen, diese gewagte Aussage von ihm. Deswegen haben wir uns heute hier eingefunden, um einige der Level zu spielen, die ihr da draußen in der Community für uns gebaut habt. Der liebe Matthias hat mir hoch und heilig versprochen, dass er diese Level nicht schon geübt hat. Er hat sie selber zusammengetragen aus dem Forum. Auch schon schön sortiert. Wir haben sie beide uns auf die Switch geladen und wir beide werden schauen, wer kann schneller diese Level meistern. Wir werden parallel spielen. Wir haben zwei Switches dafür aufgebaut. Und dann würde ich sagen, gibt es immer einen Punkt für jeden Level, den wir gemeistert haben. Wir müssen mal gucken. Es gibt natürlich auch immer selbstgebaute Level, die wahnsinnig schwierig sind. Mhm. Ob wir dann sagen, wir setzen uns ein Zeitlimit, wenn wir 20 Minuten an so einem Level hängen, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen zäh, wenn wir es einfach nicht schaffen können. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten. Brauchen wir sonst noch irgendwelche Regeln, Matthias? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, wir würden erstmal parallel anfangen. Wir kennen beide Level nicht. Insofern schauen wir erstmal, wer es zuerst durchspielt und derjenige bekommt einen Punkt. Das ist keep it simple. Keep it awesome. Ja, und falls ihr euch wundert, bezüglich des Updates, was es heute gab, das ist ja zum Beispiel, es gibt jetzt viele Zelda- oder Link-Geschichten im Spiel. Es gibt einen neuen Spielmodus, diesen Speedrun-Modus, Ninja Speedrun, wo man gegen Geister quasi antreten kann. Jetzt habt ihr natürlich da draußen noch nicht die Chance gehabt, dazu wirklich Sachen zu bauen. Das heißt, selbstgebaute Levels mit diesen neuen Spielelementen werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann sehen, weil wir wollten jetzt trotzdem sagen, okay, wir greifen auf eure Sachen zurück, weil ihr habt euch da viel Mühe gegeben, um was Schönes für uns zu bauen. Und das ist uns im Zweifelsfall jetzt wichtiger, als diese neuen Features schon heute zu demonstrieren. Tobt euch damit einfach für das nächste Mal aus. Ich bin mir sicher, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den Mario Maker auf dem Sender erleben. Und jetzt würde ich sagen, Matthias, wollen wir direkt starten? Springen wir doch direkt rein. Das erste Level, was wir da jetzt rausgesucht haben, der liebe Arion im Forum hat einen sehr langen Post gemacht mit jede Menge Leveln. Und wir haben jetzt mal das erste Level ist Learn to Play Super Mario World. Ich dachte, zum Reinkommen ist das vielleicht ganz gut. Das stimmt. Wie machen wir das jetzt, dass wir gleichzeitig starten? Ich würde sagen, auf 3, 2, 1 drücken wir auf alles Spiel. Klar. 3, 2, 1, spielen. Ich habe deinen Bildschirm im Auge, Matthias. Ich sehe alles, ja, was gut. Du machst. Ich bin auch Luigi, damit es auch ganz klar ist. Und wir fangen sofort an, wenn es jetzt losgeht? Ja, warum nicht? Alles klar. Okay, mir wurde versprochen, das sind nur die Basics für Super Mario World. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Shit, ich raff's gerade nicht. Ach, fuck. Okay, du bist schon durch. Erster Raum, soweit klar. Oh. Aber Checkpoint. Oh, Mann, ey. Schön. Ach so, okay, alles klar. Hä, wo ist denn der blöde Sprung? Ist der nicht auf A auf dem blöden Pad? Nee, der ist auf dem Schultertaste. Toll. Dann merkt man gleich wieder, ich hab's länger nicht gespielt. Das verstehe ich aber auch immer noch nicht, warum sie das geändert haben. Weil das ist, widerspricht allen Super Nintendo-Konventionen, die man irgendwann mal gelernt hat. Hä? Fuck, was ist gerade mein Fehler? Was ist hier mein Fehler jetzt? Wir helfen ja nicht, ne? Insofern. Nee, du lässt mich jetzt richtig dumm einfach sterben hier. Toll, ich raff's nicht. Da kommt ein Pilz raus. Ach, toll. Wieso dauert es 100 Stunden? Weil du mit der zu nah an der Röhre bist. Und wenn du zu nah an der Röhre bist, kommt da nichts raus. Meine Herren. Stört dich dieses iPad, was hier zwischen uns steht? Macht mich wahnsinnig, dass es mir die Ecke vom Bildschirm verdeckt. Ach, fuck. Dann können wir es ja gleich nach dem Level. Ach, shit. Hast du gleich den Flugabschnitt geschafft? Den ersten, ja. Ich natürlich nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fühle mich wieder wie in dem, wie heißt dieses komische Format, wo wir blind spielen? Mii-Mode. Mii-Mode, ja. Das war eine ähnlich traumatische Erfahrung mit dem Spiel für mich. Ja, aber da hast du ja wenigstens den Team-Effort, ne? Hier bist du es ganz alleine. Okay, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Guter Auftrag. Guter Einstieg, ne? Kommen wir erstmal rein. Dürfen wir das hier, du meinst, wir dürfen das einfach wegmachen oder, wegmachen oder bricht die Sendung dann ab? Lass das uns gemeinsam herausfinden. Wir legen es einfach mal um. Da kommen schon die ersten Sounds. Ich glaube, das war die Maus. Ich breche mal einfach ab jetzt, ne? Ja. Sehr gutes Level zum Reinkommen. Super Mario World.
Sehr schön. Jetzt das SMW Bootcamp. Würde ich sagen, machen wir da direkt weiter. Das soll dann das Ganze schon auf Spielen gedrückt. Fuck, insofern. Spielen. Okay, wir warten einfach. Okay. Wir warten einfach beide und zählen dann runter. Ja, ich bin, ja. Jetzt schon so auf 180. Geht schon los, okay. 3, 2, 1, go. Nein! Ah, gut. Oh, das gibt's doch nicht. Sag mal. Was machst du denn? Runter zum Drücken zum. Was muss ich machen, um das einfach nur aufzunehmen? Y gedrückt halten. Okay, ich hab's offensichtlich wirklich lange nicht mehr gespielt. Das hab ich doch eben gemacht, sonst ging nicht. Hm. Ich hab's schon. Warum? Was muss ich da machen, damit er es auf den Kopf sich setzt? Runterdrücken. Runter. Damit es aufsetzt. So, wie bist du hier eben rübergekommen? Bist du hier eben rübergekommen? Ja, wenn du den Helm noch auf hast bis dahin. Ach so, wenn ich ihn nicht mehr habe, kann ich ihn einfach gleich sterben lassen, ne? Pretty much. Geil. Das macht mir richtig Spaß, Matthias. Es. Was soll ich sagen? Also. Ist jetzt nur zum Reinkommen erstmal, ne? Ach, hab ich den schon wieder verloren? Ist oder was? Ja, ich habe da sowieso gerade so eine Phase, wo ich warten muss, insofern. Du musst ernsthaft warten? Mhm. Ich glaube, das ist so eingebaut. Ich weiß jetzt zumindest nicht, wie man da schneller durchkommt. So, was? Wieso verliere ich dauernd diesen Scheißhelm? Okay. Haha, cheese. Das macht er. Right, okay, was machen wir hier? Ach so. Das hast du bestimmt auch gleich gerafft, dass man hinten nicht einfach durch die Tür gehen darf, ne? Klar. Natürlich. Soll ich noch ein bisschen, also möchtest du noch ein bisschen trainieren, oder? Ja, gib mir vielleicht noch mal 2 Minuten, alles ja? Klar. Ich hoffe noch ein bisschen rum. Ein bisschen Feuerwerk genießen für euch da draußen. Sag dir Bescheid kurz, bevor ich da bin. Alles klar. Also ich kann deinen Bildschirm auch sehen, ne? Nur, dass du nicht da... Ich bin jetzt da, wo du gesagt hast, ach, da, der muss ein bisschen warten, ja. Krass, das war ja noch ein bisschen. Als wäre es letzten Donnerstag gewesen. Okay, komm, du darfst ins Ziel gehen. Ja, danke schön. Alles klar, so Super Mario World Steuerung ist. Warum hast du nochmal nicht bei den Beans Versus mitgespielt? Ich war an dem Tag leider nicht da. Ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber irgendwie. Wir haben nicht annähernd das Niveau ausgeschöpft, was die Firma dort hätte aufzeigen können. Wir können ja gerne nochmal, also nochmal wieder. Nochmal machen. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Rescue Yoshi? Ja, Rescue Yoshi wäre das nächste Level. Weiterhin Level von Arion. Er hat echt eine ganze Menge eingereicht, aber insofern wollen wir das ausprobieren? Gerne. 3, 2, 1, go. Bis jetzt alles nur eine Super Mario World. Insofern ist ja alles einheitlich. Jetzt wird's aber wohl erst richtig spannend. Ist ganz lustig, er sagte halt, das sind die jetzt die leichten bis normalen Level. Die Definition von leicht gehen ja aber auch ein bisschen auseinander manchmal, insofern. Okay, ich muss offensichtlich nicht genau den einen Yoshi retten, den ich da unten eben gefunden habe. Es geht um irgendeinen. Ja, ich glaube, es geht nur um diesen. Der da am Anfang stand. Ich glaube, es gibt nur diesen einen grünen, ja. Okay. Also in der Beschreibung stand, glaube ich, was von grünen Yoshi zum roten Yoshi bringen. Wo hast du denn hier oben wieder einen neuen Yoshi bekommen? Das ist der gleiche Yoshi. Ach, den hast du da hochbekommen? Ja. Ach so. Alles klar, das hätte ich mir natürlich vorher denken können. Da hätte ich hier massiv Zeit sparen können. Bleib stehen! Uah. Okay.
What the? Okay. Hey, ja, ja, okay. Okay. Ei! Ja, hier wird's schon, Jetzt. Hat schon, wie soll man das denn jetzt? Aber das muss man doch. Hä? Ah, okay, verstehe. Ich hab das Gefühl, ich habe gerade riesigen Fehler gemacht. Hast du den Yoshi verloren? Natürlich. Du kannst ihn wieder zurücklegen. Ich habe ihn bewusst stehen lassen. Ja, aber du kannst ihn wieder links zurück. Ach so. Bist du da jetzt schon durch? Ja. Toll. Weil ich wieder nicht weiß, wie es geht. Ach so. Toll. Bestimmt ein Geheimnis da oben. Würdest du sagen, Super Mario World ist dein Lieblings-Mario-Spiel? Ja. Okay. Das ist auch das, wo ich am meisten Zeit rein investiert habe. Ich würde mich dem, glaube ich, sogar anschließen. Ich meine, welches sonst? Ja, es gibt Mario Bros. 3 zum Beispiel. Damit bin ich nie so richtig warm geworden. Viele Leute sagen, das sei das bessere Spiel. Habe ich auch schon häufiger gehört, aber. Meins ist es nicht. Also, ich bin da nie so reingekommen. Holy shit. Also, Super Mario World ist auch einfach das erste, womit ich angefangen habe. Okay, mein Yoshi hängt jetzt da oben fest und kommt nicht mehr runter. Aber du kannst zu ihm auf, genau. Aber die Abstände werden geringer, insofern. Okay, ich war nicht so weit hinterher, glaube ich. Nee, es ist, Ja, gib mir, Abstände werden kürzer. Gib mir noch 7 bis 12, dann, habe ich's. Und du hast noch nicht mal den Yoshi zum Yoshi, du musst da durch die Tür. Ach so, ja, ich habe jetzt schon aufgehört, es ernsthaft zu versuchen. So, was ist das nächste? Das nächste, Stairway to Heaven. Greetings from the Butterbridge. Ich glaube, jetzt wird's wirklich ein bisschen schwieriger. Immer noch von Arion. Mhm. Insofern 3, 2, 1, go. Was hatten wir eben für eine Abschlussrate bei dem Level davor? Jetzt waren es 7% hier nur noch. Ich glaube 14 oder so. Okay, jetzt waren es nur 7. Mein Part hat dazu geschrieben, die sind gar nicht so schwer, wie die Abschlussrate vermuten lässt. Weil sie einen hohen Trial-and-Error-Rate haben, aber... Ich hab die, glaube ich, gestartet neu. Jetzt hast du einen Vorsprung. Das ist doch mal schön. Na, no, genieß ihn. Aber ich hab ihn. Ich werde ihn an der Stelle jetzt hier schon wieder verspielen. Oh. Okay, bisher würde ich sagen, der geht auf jeden Fall noch klar, was den Schwierigkeitsgrad her angeht. Okay, ich weiß, was da noch so kommt. Ich habe einen Checkpoint erreicht. Okay. Ich muss ja sagen, die Butterbridge war auch eins meiner verhassesten Level. Ich mag den aber auch gern. Ich dachte eigentlich, das ist das, was du sagen willst. Also man erinnert sich auf jeden Fall sehr gut daran. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich hasse es auch nur, weil ich die an die... um den Secret Exit in der Butterbridge zu bekommen. Da habe ich als Kind so lange dran gesessen. Das ist das, wo man so über das Ziel hinausfliegen muss, ne? Ja, du kannst ja eben nicht drüber fliegen, sondern du musst drunter durchfliegen. Ach ja, richtig, das war. Das heißt, du musst vorher an all den Sägen vorbei, ohne getroffen zu werden, fliegen, um dann kurz vorm Ziel den Dive zu machen, um drunter hinweg zu fliegen. Und das habe ich so lange dran gesessen. Eins der Secret Exits, was echt am längsten gedauert hat. Ein Checkpoint hast du auch erreicht mittlerweile, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Bin ich hier gerade bei... So, Haken? Wie ich es gerade richtig gesehen habe, gibt es da zwei verschiedene Wege. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen Pilz gefunden. Baust du selber auch viele Level in dem Spiel? Noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht angefangen, muss ich sagen. Aber du hast es vor irgendwann? Och, so ein bisschen mal gucken, Shit. Wenn ich reinkomme. Ich meine, es gibt ja echt viele Möglichkeiten. Also warum nicht mal ausprobieren? Ich weiß nicht, wie viel Spaß mir das letztendlich macht, weil mir, glaube ich, schon mehr Spaß macht. Shit. Ja, mir auch. Oh, cool, ich bin auch gestorben. Erst ein bisschen später als du, aber ich hatte schon Angst, dir passiert es nicht. Alles noch drin, alles drin. Das Blöde ist, ich bin eben an der Stelle gestorben, wo ich nicht genau weiß, wie ich es hätte vermeiden können. Das klingt gut. Ja. Okay, jetzt wieder hier. Ah, du meinst, dass man hier auch sich runterfallen lassen könnte an der Stelle? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass es geht einen Tacken schneller. Fuck! Aber
Aber da ist ein Pilz drin. Insofern, das ist schön. Das ist halt, ich glaube, da war ich eben schon mal. Ja, okay, jetzt geht's aber in die falsche Richtung. Ja, ich glaube, das geht nicht. Kacke. Was wollen wir denn sagen, was ein Zeitlimit ist, wo wir ein Level abbrechen? 10 Minuten? Ah, das ist das Ziel. Oh nein. Ja, 10 Minuten, ich glaube, dann ist ja schon. Okay, jetzt sind wir beide relativ gleich auf noch ungefähr. Allerdings ist es natürlich auch ein Level, wo man die Geschwindigkeit nicht wirklich beachtet. Ja, Autoscroller-Level sind halt immer. Wer mag schon Autoscroller? Ja, 10 Minuten, aber wenn wir 10 Minuten in einem Level hängen. Ja, wer weiß, wenn die nachher schwieriger werden. Man darf sich auch nicht gleich entmutigen lassen, ne? Insofern. Das ist wirklich Kopf an Kopf. Das ist ja super frustrierend jetzt. Da bin ich eben auch schon mal gestorben. Weißt du nicht, willst du es nicht nochmal machen? Nö. Ja, doch, jetzt. Sehr schön. Ich bin vor der Plattform runtergefallen. Okay, dann jetzt wieder ganz ruhig. Jetzt würde ich gerne mit so einem halben Auge bei dir mit draufschauen, weil ich gucken will, wie du an der Stelle vorbeikommst, wo ich vorhin gestorben bin. Toll, jetzt kann ich es auch gleich aufgeben. So, da war ich vorhin auch schon. Ach so, ich bin von dem Feuerding getroffen worden vorhin, weil ich das irgendwie falsch getimed hatte. Na gut, aber da kann ich jetzt sogar Damage boosten. Okay, du hast. Fuck, ich war eben echt fast schon am Ziel. Ja, ja. Ja, du bist immer knapp dahinter. Also insofern. Ja, aber du spielst sehr gut, Matthias. Das muss ich dir auf jeden Fall geben. Es ist sehr herausfordernd. Du hast schon 4 Punkte Vorsprung jetzt. Du kannst übrigens auch sehen, dass ich sie nicht gespielt habe, weil wenn du jetzt bei dir mal kurz zu den Leveln gehst, siehst du, dass bei allen, die du gespielt hast, ein weißes Fähnchen ist. Und bei denen, die du nicht gespielt hast. Ja, du hast vielleicht nicht durchgespielt. Ach so, das ist ein weißes Fähnchen, heißt, ich habe sie versucht, Fähnchen, aber nicht. Weißes ist noch nicht durch und roter ist durch. I see. Jetzt kommt Deadly Trip. The Deadly Trip, genau. The Floor is Lava. Jetzt wird's schwieriger. 4,26%. 3, 2, 1, go. Ja. Schauen wir mal, ob das immer noch so von der Hand geht. Ach Gott, mit einer Wippe. Ja, auch so super. Ausgeprägtes Wackelverhalten. Oh, okay, das ist. Ich würde sagen, der Anfang ist schon nicht so einfach. Das ist das erste Hindernis. Ach so. Verdammt, der hat's gesehen. Ja, zwangsläufig. Also, jetzt auf faire Weise hätte ich es nochmal versucht, in der Mitte durchzufahren. Was? Oh Gott. Was? Okay. Okay, ich sterbe an der gleichen Stelle, alles klar? Ja. Was? Nee, da bist du nicht gestorben, oder? Ich bin, warum hat... Warst du schon mit den Schaltern da hinten? Nee, ich bin da, bei mir ist der Bullet Bill Launcher, ist so an der Wippe vorbeigeflogen. Und dann hat der halt kein Gegengewicht gegeben. Achso, das ist bei mir aber auch passiert, ich glaube, der soll da dran vorbeifliegen. Nee, der muss drauf, weil sonst, da bin ich nämlich gestorben, weil ich dann jetzt nicht hier dieses Ding hatte. Ach, scheiße. Welches? Achso. Der liegt ja jetzt drauf, damit er hoch ist und weiß, das hat er bei mir gerade nicht gemacht. Okay, ja, jetzt sind 4%. Aber wie kann das denn passieren, dass, ich meine, das ist doch ein programmiertes Verhalten, dass das Ding daran vorbeifällt? Ja, vielleicht war die. Ach, scheiße, ey. Ach so, vielleicht hatte ich die Wippe gerade so, dass der dann quasi ein bisschen weiter links ist und dann früher gespawnt. Man weiß es nicht. Janky Level. Jank Level. Musst du nochmal ran. Sag mal, wie viele Probleme macht mir denn dieses bescheuerte Stachelding da in der Mitte? Ja, mir auch, das ist, Hä? Was? Was? Wieso? Ah. Okay, er hat's geschafft. Und jetzt? Ach, das geht ja doch... Jesus. Ach, der Thread mit den Leveln, der ist, bei Shows gibt's den Thread Ready Player 2, beziehungsweise Game 2 zockt auf dem Sender. Da habe ich nachgefragt. Da findet ihr die Levelcodes. Mann, oh Mann, das ist echt Millimeterarbeit. Ja, es ist, trennt sich die Spreu vom Weizen. Hast du mal den Level gespielt, den Gregor damals gebaut hatte für diese Challenge? Den Sternenfuchs? Ja. War schon ein bisschen fies. Der war auf jeden Fall fies. Allein das aus dem Bild rausdippen war. Ja. Das war echt gemein. Kacke. Erste Regel: keine Panik. Richtig, Mino Lucky.
Ich habe gestern noch so ein bisschen, um nochmal in die Steuerung reinzukommen, gespielt. Oh Gott! Und ich habe gestern dann zum ersten Mal mein erstes Shell-Jump-Level geschafft. Und ich bin sehr stolz. Was ist denn nochmal die Shell-Jump? Du hast den Panzer in der Hand, wirfst ihn gegen die Wand und springst dann quasi auf ihn, wenn er abgeprallt ist, um dann halt da hochzukommen. So, wie geht's jetzt hier weiter mit den Goombas? Hast du einen Checkpoint schon mal erreicht? Nee, noch nicht. Ich bin immer noch. Meinst du, es gibt überhaupt einen? Sieht man das vorher? Nee, ne? Nein. Nee, ich glaube, man sieht's vorher nicht. Das Einzige ist, wenn eine Siegbedingung drin ist, gibt's keine Checkpoints. Okay. Oh, ich würde einmal gerne an dieser Stelle vorbeikommen. Na, die danach ist auch nicht schön. Schön. Aber es scheint so, als hätte Arion so einen kleinen Faible für Autoscroller. Zumindest ist das jetzt schon das zweite von ihm, das so ist. Kacke. Ja, mal schauen, wie lange machen wir das noch? Die Regie kann ja mal durchgeben, wenn wir schon uns der 10 Minuten mal. Naja, der Timer läuft ja. Wir haben ja da. Also ich kann da nicht hingucken. Ja, der Anfang. Wir sind so oft am Anfang, siehst du jetzt? Kannst du kurz hingucken? 4 Minuten 3. Ah ja. Ja, die 6 Minuten geben wir uns noch. Ja, doch, doch. Das kriegen wir auch noch hin. Wenn nicht jetzt, dann heute Abend. Also ich werde sie auf jeden Fall alle durchspielen. Alle Level, die ihr mir geschickt hat, werdet ihr sehen. Werde ich gespielt haben. Irgendwann. Ich habe nur gesehen, dass Eilis, der hat auch ein Level eingeschickt. Mhm. Augenlos. Der hat in den meisten dieser Community-Level den Rekord. Wow. Also der hat sich irgendwie hingesetzt und sich zur Aufgabe gemacht, in allen Community-Leveln den Rekord zu haben. Ach, jetzt habe ich den. Ich hab's zum ersten Mal geschafft. Und ich war so in der Erzählerrunde, dass ich vergessen habe, den Schalter zu klicken. Oh Gott, ja, ist mir auch schon passiert. Wie unnötig, aber komplett sinnfrei auch, von dem jetzt getötet zu werden. Ja, vor allen Dingen kommt da immer mehr. Wenn du die nicht loswirst, dann der schießt ja die ganze Zeit. Das ist echt ätzend. Ja, wie auch, es ist wie so ein bisschen zum Verhöhnen, dass diese Extra-Leben dann zwischendurch ausgekippt werden, die gar keinen Sinn haben. Naja, sie haben Sinn. Inwiefern? Naja, wenn du im... Ach so, mit Checkpoints, ne? Nee, im alle Level können ja theoretisch im Endless-Modus kommen. Ah ja, stimmt. Und im Endless-Modus kannst du ja 3 Leben pro Level sammeln. Insofern. Oh Gott, ich wusste genau, dass er mich trifft. Aber die Information hat dann vom Gehirn aus die Hand nicht mehr erreicht. Ja, musst du vielleicht die Hände hochnehmen, dann ist es... Wo kam der denn jetzt her? Da ist ein Checkpoint. Och, Mann. Och, schön. Also ist gut zu wissen, dass es einen gibt. Na, ich fände es schöner, wenn da das Ende wäre. Würdest du sagen, du bist der beste Mario Maker-Spieler bei Game 2? Ja. Wer ist noch gut? Das ist mit Sebastian zum Beispiel. Ah, Sebastian hat das, glaube ich, noch gar nicht so viel gespielt. Den Skill kann ich nicht einschätzen. Also, sagen wir mal so, ich würde es mal behaupten. Ich habe allerdings auch bis jetzt nur mit Sarah gespielt. Mhm. Und da bin ich einen Tacken besser. Was mit Tim? Mit Tim habe ich auch noch nicht gespielt, aber der war bei Beans Versus dabei und hat sich, glaube ich, gar nicht so dumm angestellt. Aber das Lustige ist ja, ich habe das Spiel auch noch gar nicht so lange. Ich habe das erst so seit 2-3 Wochen. Okay. Ich habe seit aber monatelang mir Let's Plays angeguckt. Mhm. Also Grand Poobear, jeden Abend wirklich für ganzen Monate lang habe ich mir. Das heißt, du hast schon viele fortgeschrittene Techniken einfach gelernt vorher. Hast du den Checkpoint erreicht? Ja. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ach, da geht's weiter. Ach, da hätte ich warten müssen. Okay, ich erreiche. Ist es noch weit von da aus bis zum Checkpoint? Von den Goombas? Von den Goombas. Ich glaube, wenn du das geschafft hast, der nächste Part ist. Etwas leichter. Also, du solltest nur auf den, wie heißt denn der Thromb achten. Ach, hier, oh Gott. Auch eine Schwimmsektion. Jetzt habt es aber. Schwimmen macht ja immer sehr viel Spaß in Leveln. Unterwasserlevel sind ja bekanntlich immer die besten Level. Würdest du ja auch komplett streichen aus den Spielen einfach? Naja, also. Im Grunde braucht's keiner. Also es gibt schon, also ich habe es geschafft, nur falls du noch weiter versuchen möchtest. Es gibt schon sehr gute Unterwasserlevel. Ja. Der Teil danach war einfach. Gerade wenn man da so diese sehr schweren Level und so weiter, wenn dann wirklich coole Ideen sind im Unterwasserlevel umgesetzt, dann machen die auch ihre Berechtigung. Aber oft genug ist es nur ein bisschen nerviger.
So, ich würde jetzt die nächste Zeile überspringen, weil das sind auch wieder Arion-Level, von denen er aber sagt, dass sie sehr schwer sind. Also das waren die normal bis leichten. Okay, insofern würde ich jetzt aus Rücksicht auf mich dann jetzt auch. Nee, aber das war auch mal andere machen User, wir mal den, ne? Machen wir den Bony Dungeon. Genau, Bony Dungeon. Von Geppetto. Mhm, darf's gerne einzählen. 3, 2, 1, go. Abschlussrate 6%, oder so habe ich es gerade richtig gelesen? Mhm. Also dürfte auch nicht so einfach sein. Das ist richtig. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Um fair zu sein, muss man auch sagen, das hat nicht Geppetto selber eingereicht, sondern auch der liebe Arion, der seine Level eingereicht hat, hat diese Level empfohlen als kreativ und schön und gut zu spielen. Ja, 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 ja. Da bin ich das erste Mal draufgegangen gerade. Okay. Du scheinbar nicht. Nee, noch nicht. Du bist richtig gut, Matthias. Ich kann das ja zum Glück relativ neidlos anerkennen, wenn jemand gut spielt. Ja, vielen Dank. Ja, sag am besten nichts jetzt zu meinen Skills. Ich kann es ja nicht beurteilen, ich gucke ja nur auf meinen Bildschirm. Das setzt mich natürlich auch wahnsinnig unter Druck jetzt mit jeder Runde, die ich weiter verliere. Schaffst du es jetzt im ersten Anlauf vielleicht? Ich weiß, wie es hier noch weitergeht. Also, hast du schon einen Checkpoint erreicht? Nee, noch nicht. Weiß ich aber auch gerade nicht, wie es hier weitergeht. Was soll ich denn jetzt hier weiter? Ah, okay. War ich anscheinend einfach zu schnell. Ach so. Aber das ist echt cool. Also hier ist schon sehr coole Ideen umgesetzt. Okay, ich weiß leider nicht, wie ich jetzt hier hochkomme. Ja, du machst aber schon alles richtig. Ja, da hinten war ich eben schon mal. Ja, aber genau. Ach so. Genau. Den Fehler hatte ich nämlich auch gerade. Okay. Alles gut, alles safe, keine Sorgen. Läuft. Gibt's eigentlich auch Level mit mehr als einem Checkpoint? Ja. Schön sind ja die Level, wo du Münzen sammeln musst. Und dann hast du irgendwie zwei Checkpoints. Nach jeder Münze kommt dann ein Checkpoint und so sammelt man sich dann die Dinger zusammen. Was war denn hier dein Plan, hier durchzukommen? Ach so, ich kann ja einfach in die Lava reinfallen. Ja, genau. Okay. Hast du noch einen Checkpoint entdeckt? Nee, bis jetzt glaube ich bei dem einen. Aber bis jetzt alles noch. Ah, okay. Hast du es geschafft? Ja. Ist unfassbar, Matthias. Mein First Try. Bist du nicht einmal gestorben nach dem ersten Checkpoint? Crazy. Richtig gut. Wenn ich das gewusst hätte, wärst du nicht gekommen. Hätte ich rechtzeitig abgesagt. Also, es war jetzt auch nicht mein Vorschlag, dass wir gegeneinander spielen. Ne? Insofern, das war schon ein und es kam auch mit der Nachricht, ich bin ja seit Beans vs. Mario Maker bekanntlich der beste Spieler im Haus. Deswegen möchte ich das gerne machen. Ja, das wurde mir so viel zugetragen von den Leuten hier im Haus, die so beeindruckt waren, weil ich Gregor und so halt hab so alt aussehen lassen. Jetzt merke ich gerade, ja, das liegt einfach nur an dem Vergleichswert. Oh, jetzt haben wir eine Abschlussrate von 2%. Das ist wieder der gleiche Macher von dem Level von gerade. Bei mir ist sie niedriger als bei dir. Hm. 2,08, 2,08. Du hast auch schon 4 Versuche mehr, als du es runtergeladen hast. Wahrscheinlich seit gestern hast du es 4-mal gespielt. 3, 2, 1, go. Crazy Business. Wie soll ich denn Mario Maker knallhart durchnehmen? Da kommt ja immer Neues. Also. Das kann man ja nicht zu Ende spielen. Ich hab's Gefühl. Ah, ja. Ah, okay. Jesus. Ja, kleinere Überraschungen könnten da auf dich zukommen. Oh, Matthias, ich bin direkt am Anfang schon wieder zu dumm zu raffen, was ich hier machen soll. Da runterspringen. Ach so, ja, jetzt, okay, der Schalter war schon wieder umgelegt zwischenzeitlich. Wie soll man denn da? Ach, dann rechts runter. Ach, oder was? Okay, ich blick's noch nicht ganz. Ah, okay.
Ach scheiße, jetzt, okay, jetzt habe ich zu lange gewartet. Dann muss man da wahrscheinlich stehen bleiben. Ah, okay. Ne, du kannst, Und den Panzer wieder verloren. Ja, ohne den kannst du, glaube ich, nicht viel machen. Da dürfte ich aber auch da unten in das Zeug mit reinfallen, ne? Ja. Ach, wie schnell kommen die denn wieder raus? Oh Gott. Dumm. Tot? Ja. Ja, gut, jetzt können wir die 10 Minuten wirklich voll machen. Also je nachdem, wie lang dieses Level ist. Fährst du auf dem. Bleibst du auf dem Stein stehen und fährst über die Flammen dann drüber? Ja. So einfach. Und check. Nein! Ach, Kacke, so hochgesprungen. Aber alles safe, alles gut. Alles Machen wir uns nichts vor, ich werde in dem Level nicht mal den Checkpoint erreichen. Doch, das schaffst du. Ich glaube an dich. Ach. So, und jetzt, nein, da musst du warten. Weil die erwischen dich sonst. Wenn du da wartest, ich muss da dann oben da drunter durch. Alles genau. Alles klar. Dann hast du schon das Schwerste geschafft. So, und jetzt muss ich nach links oder was? Also ich bin nach rechts gegangen. Da war auf jeden Fall der Checkpoint. Ach, das okay, das ist relativ... tricky zu erkennen, sag ich mal. Ja. Deswegen. Aber also ich glaube, links ist auch irgendwas. Da ist zumindest ja ein Pfeil und sowas, aber ich bin da auch nicht lang. Ah, ah! Oh Gott. Okay, jetzt war ich einfach nur überrascht. Das habt ihr nicht gesehen. Bist du... Ja, siehst du. Okay, du bist immer noch auch an dem Checkpoint. Ja, auch an dem Checkpoint. Das Problem ist, du hast natürlich schon alles danach jetzt viel besser drin als ich. Ist ein bisschen gesehen, ja. Aber auch gar nicht so kompliziert. Also der Anfang ist wesentlich schwerer als das hier. Man muss sich irgendwas machen, um zu triggern, Geduld. Dass hier dieser... Ja, du musst nur ein bisschen weggehen von der Röhre. Wie gesagt, wenn du zu nah an den Röhren stehst, dann denkt er halt so, ah, dann kommt so nichts raus. Wie die Pflanzen. Genau. Die dann auch nicht rauskommen. Das Gute ist, dadurch, dass es jetzt live ist, habe ich noch die Möglichkeit, Matthias, eigenmächtig einfach die Veröffentlichung auf YouTube zu verhindern. Wir können ja die geschnittene Version hochladen. Ach, kacke, jetzt wollte ich zu viel. Nee, da ist dann halt wieder der Ton kaputt oder so. Ich meine, niemanden würde das wundern. Ach, Mensch. Ton kaputt, die Aufnahme ist abgerauscht. Ja, sorry. Aber die Entschuldigung schreibst du dann ins Forum. Das mache ich. Ich werd nochmal eine Nacherzählung aus meiner eigenen Erinnerung dann machen, wie es gelaufen ist. Ja. Wir können auch einfach, weißt du, einfach nur die linke Bildschirmhälfte hochladen. Und dann gebe ich halt einen Audiokommentar. Der Ton ist auch weg und dann sage ich einfach so, ah, guck mal hier. Mann, ich will immer zu schnell. Kacke. Okay. Ich vermute mal, es ist schlecht, dass ich jetzt ohne Dings hier angekommen bin. Ach, also bis jetzt ging es noch. Da war ich gerade auch ohne Panzer, da geht's erstmal noch. Also ich vermute auch, dass es danach weitergeht, aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich bin doch hier gerade in einem Loop irgendwie drin. Was ich hier mache, ist doch Quatsch. Ja, was du da machst, ist Quatsch. Aber in einem Loop bist du ja nur, weil du da... Ach so, weil ich immer wieder durch die Tür durchgehe. Die Tür ist für dich zum Reset. Die ist, wenn du runterfällst, kannst du es nochmal versuchen. Das ist quasi ein... der Creator, der sagt, hier, versuch's doch nochmal. Nicht direkt tot. Ach so, aber das ist direkt tot dann, da ich die Stacheln da oben nicht gesehen habe. Und jetzt hier, da war ich gerade nur sehr überrascht. Weil hier gerade so ein Floß war. Jetzt ist das Floß aber gar nicht da. Wo ist denn das Floß hin? Nee. Kann man hier rein? Ach, da kann man rein. Okay. Checkpoint! Ah, okay.
Okay, zweiter Checkpoint. Gut. Das schaffen wir noch. Wie weit sind wir? 6 Minuten. Na gut. Also, ich glaube nicht, dass du noch weit vom Ziel jetzt weg bist. Ich hoffe es, oder? Was? Okay. Das ist ja doof. Ich bin ja synchron gestorben. Nur komme ich an einem anderen Ende wieder raus. So, dieses komische Floß. Oh, Leute! Ja, toll, wie soll man das? Achso, dann muss ich mitten nochmal raushüpfen. Ja, okay, ich krieg's. Ich hab's verstanden. Ruhig da. Meinst du, es schauen noch welche der Level-Creator zu gerade? Och, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es war ja angekündigt, sie haben ja ihr Level eingereicht, insofern könnte ich mir vorstellen. Wäre sehr schön. Insofern, also sie werden es spätestens als VOD schauen, wenn es denn hochgeladen wird. Das ist schlecht. Wird es vielleicht jetzt, wer es nochmal gucken will, ich würde es vielleicht jetzt schon mal mitcapturen. Aber es sind sehr coole Level. Also es ist echt sehr abwechslungsreich und sehr viel Kreativität. Hammer, wie viel Mühe sich Leute da geben. Ich finde auch die ersten Level, die wir gemacht haben, die Bootcamp- und Steuerungserklärungslevel und so weiter, finde ich immer. Die braucht man halt auch. So einmal alle Sprünge durchmachen und sonst was. Das kann man es ja nicht lernen. Ach, guck mal, Tobi tries. Ja, Tobi, deine Level haben wir ja auch. Die können wir gleich machen. Oh, Arion schaut auch zu. Mensch. Leute, sind alle da. Hallo. Vielen Dank für eure Level. Arion, nochmal vielen Dank für deinen Post. Genau. Hat mir sehr viel Arbeit erspart, die Sachen rauszusuchen. Und es sind sehr coole Level. Vielen, vielen Dank. So. Ich raff nicht, was ich machen soll. 2 Minuten. Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Du musst wieder zurück. Ach so. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es off oder on sein muss. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir auch noch nicht verraten. Du willst es mir aber auch nicht verraten. Wenn, dann würde ich es dir sogar verraten, aber ich weiß es auch nicht. Muss ich jetzt wieder ganz zurück? Ah, okay, es muss on sein. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Aber wie macht man das denn? Wie kommt man denn da rauf? Arion, sag's uns. Okay. So, und wo eröffnet sich dann dadurch ein neuer Weg? Ganz rechts wieder. Wie hast du dir das denn alles selber erschließen können? Hm? Ich bin da zu doof für solche. Na, im Zweifel, meistens gibt es ja eigentlich nur einen Weg, der vorwärts führt. Vor allen Dingen in den guten Leveln. Und das hier sind ja gute Level. Wenn du schlechte Level hast, dann. So, und wie komme ich jetzt, wie kriege ich diesen Sprung hin? Weil. Ach Gott, okay. Du musst dich wahrscheinlich einfach treffen lassen, oder? Geil, ja, gut, das habe ich aber vorher auch. Und dann war. Aber ich bin nicht hoch genug gesprungen und bin dann, als ich mich getroffen habe, habe ich den Panzer verloren, bin aber trotzdem wieder unten in der Säule gelandet. Ah. Und dann war es halt verkackt. Das ist mir auch gerade passiert. Richtig, und deswegen, man muss aber rauf und sich treffen lassen, wieder runter in den Panzer. Ah. Und dann, während du noch Damage Boosting hast, dann rauf. Ah, cool. Herr Mann, jetzt geht er doch rauf. So, wie nochmal runter in den Panzer? Der Panzer fliegt doch sofort zur Seite weg dann. Hm? Der Panzer, du musst mit der Schultertaste, kannst du ja aus dem Panzer raushüpfen. Ach so, das heißt, hoch, ich verstehe. Treffen lassen und dann. Alles wieder falsch gemacht. Genau, aber lass dir ruhig Zeit. Gegangen. Warum? Weil du eh nochmal stirbst jetzt? Nee, du hast es schon geschafft, ne? Deswegen. Matthias, du bist ein sehr. Guck mal, 9 Minuten 55, gerade vor der 10-Minuten-Grenze. Hammer. Sehr cool. Dann lass uns jetzt einmal kurz raufgehen. Ganz oben, die habe ich nämlich oben, die Lava Pit und Angriff im Dingens. Die sind nämlich von Tobi Trice, den habe ich auch schon im Chat gesehen. Liebe Grüße. Lava Pit machen wir als erstes. Wir müssen rote Münzen sammeln. Okay. 3, 2, 1, go. Sag mir mal aus deiner Erfahrung, wie viele rote Münzen sind das? 8, 5, 3? Oder ist das wird immer angezeigt. Das ist unterschiedlich. Okay. In diesem Falle sind es 3. Der ist ein klassisches. Okay, was habe ich jetzt damit, was habe ich damit gemacht jetzt? Hier hinten eine Wand, glaube ich. Aber jetzt ist es ja wieder on. Hm. Yeah. Achso, das Ding macht das. Ich darf nicht zu sehr auf deinen Bildschirm gucken. Ach
Achso, ich hätte das Ding mitnehmen müssen. Also sind schon mal sehr unterschiedliche Wege gegangen. Die Frage ist jetzt, wie geht die Wand hier wieder auf? Geht die überhaupt nochmal auf? Okay, wo sind wir jetzt hier? Checkpoint ist schon gut. Eins. Ich möchte dieses blöde Trampolin auf das Ding bekommen. Warum schießt er es manchmal so weit und manchmal nicht? Ich werde wahnsinnig. Ich raff es nicht. Im Zweifel kannst du es aber auch, wenn du... jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich dir helfen wollte. Das ist super nett. Ich lass mich auch einmal tot gehen dann. Nein, alles gut. Wenn du die festhältst zumindest, kannst du auch runterdrücken beim Loslassen. Dann droppst du ihn nur knapp vor dir. Warst du auch an der Stelle, wo ich war? Nee, ich habe einen anderen Weg genommen. Ach cool, ich bin ganz am Anfang wieder. Das ist ja richtig schön. Also ich bin nur anders lang gegangen und jetzt bin ich auch an einer ganz anderen Stelle. Analysiere für mich bitte das Trampolinverhalten. Was entscheidet, wie weit das fliegt, wenn man es loslässt? Ja, ob du dich bewegst, ob du Y drückst, das sind Punkte. Deswegen auf jeden Fall am wenigsten ist es, wenn du runtergedrückt dabei hältst beim Loslassen. So close. Dann droppst du ihn nur vor dir. Genau, da war ich auch schon. Okay, ich bleibe. Ach, Kacke, jetzt habe ich... Keine Ahnung, wie ich ihn tot machen soll. Kannst du auf ihn draufhüpfen. Ach so, ich dachte, weil er Stacheln hat, geht das nicht. Nee, Bowser Jr. kannst du draufhüpfen. Aber Bowser nicht. Da kannst du jetzt nicht draufhüpfen. Okay, ich habe das Level kaputt gemacht. Scheiße. Jetzt muss ich mich irgendwie tot lassen. Wenn ich da noch wieder reinkomme. Och, nö, softlocked. Ach doch, Gott sei Dank. Hast du den zweiten Checkpoint schon erreicht? Ja. Oder den ersten. Oder hast du den ersten? Ist das der erste? Nee, ich hab noch gar keinen erreicht. Dann hab ich nur den ersten. Ach, da oben ist noch einer. Einen habe ich jetzt. Genau, da bin ich auch. Das ist auch ein bisschen fies, die Stelle, aber... Okay, was macht den Schalter an und aus? Tja. Ich das wüsste jetzt. Soll ich dir schon helfen? Nee, ich muss mich selber rausfinden. Naja, jetzt habe ich Angst. Gut, okay. Dumm. Ich kann ja keinen Schildkrötenpanzer mitnehmen. Dumm. Doch, könntest du. Aber ist das die Lösung des Rätsels? Es gibt noch einen anderen Weg. Also der Panzer alleine bringt dir nichts. Ah. Genau. Alter. Uiuiuiui. Guck mal, hast du den Panzer mitgenommen? Okay, was? Ach so, dann erscheint da unten eine Tür. Genau. Alles klar. Du bist bestimmt gleich am Ziel, würde ich sagen. Das würde ich gerne hoffen. Wie soll ich denn... Ach, scheiße. Das tut so weh. Okay, und jetzt? Taucht da unten. Pass auf. Ach, Boden. So einfach ist es manchmal. Dumm. Dumm. Das gibt's nicht. Das kann doch nicht schon wieder jetzt da hochkommen. Ich habe extra drauf geachtet. Sogar, guck mal. Boah, Matthias. Ganz tief durchatmen. Ich glaube, es ist rein mathematisch nahezu unmöglich, dass ich dreimal hintereinander von diesem Ding getötet werde. Und doch, scheint es so. Oh.
Alles gut, ganz ruhig. Mach kurz Pause. Wir haben Zeit. Ist auch gerade gestorben? Mhm. Ist ja nicht so, als würde ich nicht sterben. Also ich bin auch noch am selben Checkpoint. Ich glaube übrigens, man soll den Panzer gar nicht mitnehmen, insofern ist das leichter Cheese. Achso, ne, ich wollte es mir ein bisschen schwerer tries, machen. Ne? Oh Gott. Ja, da bin ich auch schon ein paar Mal gespielt. Aber es ist ein sehr schöner Level, der gefällt mir richtig gut. Ne, kein Scheiß jetzt. Der ist prinzipiell, ja, ne, der wenn ist man schön. Ihn einmal geblickt hat, es funktioniert. Es sind schöne Sprünge und sowas drin. Richtig, Tobi Tries bestätigt, man muss den Panzer nicht mitnehmen. Warum mache ich das die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Also eigentlich soll man, glaube ich, mit dem Panzer den On-Off-Schalter betätigen, damit die... Ach, warum? Was? Hier? Hä? Ach so, kacke. Okay. Oh. Komm, sterb ruhig nochmal. Ich möchte noch ein bisschen mehr von dem Level sehen. Und dann guck auf meinen Bildschirm. Jetzt fängt die Augen schon an. Also ich habe nochmal einen Checkpoint gefunden, also ein bisschen ist noch. Ach, hier sind auch die benannten roten Münzen. Hä, ich sehe den Boden hier nicht. Ach so. Sind die alle da auf einem Haufen jetzt? Hm? Die, nee, gleich erst. Ah, hier hätte ich bestimmt den Schalter drücken müssen. Ja, musst du. Oh Gott. Lass den Panzer ruhig los, du brauchst ihn nicht. Oh. Bist du nochmal gestorben derweil? Ja. Oh, das ist ja, okay, das ist nice. Du hast es, ne? Noch nicht, ich muss Bowser noch besiegen. Das ist ein bisschen tricky, aber machbar. Das ist aber eine sehr coole Mechanik hier, mit den Eiszapfen, ihn zu töten, nach und nach. Ich finde mit den unendlichen Pilzen, man kann ja immer wieder zurückgehen und sich einen neuen Pilz holen, das ist dann, macht's dann wieder hier. Leicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, an dem Punkt war ich wahrscheinlich gar nicht. Nee, das ist jetzt hier am Ende. Also ich könnte jetzt immer wieder... Wow, okay, vielleicht ist es doch nicht so leicht. Bist jetzt zweimal getroffen das war worden? Glück. Hm? Bist jetzt zweimal getroffen worden? Ja, ich bin einmal getroffen worden, wollte zurückgehen, dann hat aber Bowser mich paralysiert. Und dann kam ein Eiszapfen von oben. Es war also wirklich Pech. Aber es ist alles machbar. Ja gut, du wirst es jetzt schaffen, machen wir uns nichts vor. Würde ich doch hoffen. Aber es dauert ein bisschen. Also den Bowser zu besiegen ist noch ein bisschen. Ich hoffe, das schaffe ich in der einen Minute, die wir jetzt noch dieses Level haben, theoretisch. Aber es müsste eigentlich drin sein. Ja, einfach durchgehen ist nicht so einfach. Ich glaube, Bowser kann man nicht durch Damage boosten. Also da kannst du nicht mit Damage Boost einfach durchlaufen. Aber du kannst es mal ausprobieren. Ja... Ah, wobei, guck mal, ich kann da einfach, stimmt. Du hast recht. Damage Boost funktioniert tatsächlich? Ja, hat sehr gut funktioniert. Geil. Insofern. Du kannst gerne noch die 30 Sekunden, dann hast du 10 Minuten noch das Level gesehen. Nö, das passt schon. Ja, sehr gut. Sehr geiles Level, Tobi. Richtig gut. Machen wir den zweiten auch noch? Ja, ne? Ja, die sind ja so gut. Angriff im Wald jetzt. Ah, das wird mit Wasser unten. Na gut. 3, 2, 1. Hat eine höhere Abschlussrate als die anderen auf jeden Fall. 17%. Kurz und knackig. Direkt den ersten Sprung verkackt. Okay. Okay, da hätte ich... Shit. Ah, das, ja, die Befürchtung hatte ich ein bisschen, dass es da unten jetzt nicht mehr weitergeht. Ah, okay, ich bin aber auch... Jetzt, dann musste ich wahrscheinlich sterben lassen. Ja, ist da links auch nichts? Nee.
oder? Naja, gut. Das hier ist dein erstes, Tobi? Okay. Aber dafür ist das schon... Also ich glaube, mein erstes wäre... Wird so ein simples einfach nur gerade auslaufen. Zwei, drei Sprünge drin und dann war's das. Werden mit Ankündigung jetzt hier sterben? Nee, doch nicht. Wir sind ziemlich parallel gerade. Oh Gott! Checkpoint. Shit. Oh, das, der ist aber fies. Also da, Tobi. Tobi. Das kannst du doch nicht bringen. Direkt nach der Tür so ein Ding. Warte mal, ist das überhaupt richtig, was ich jetzt hier mache? Nee. Fies. Ich wollte erst nach rechts weitergehen, aber das ist ja gar nicht der richtige Weg. So, und jetzt hier. Ach so, ja, ist ja. Ich habe erst vergessen, dass es ja Walljumps gibt. Was zum Teufel? Alter. Okay, dieses Level ist ein bisschen mehr random als das davor, aber es ist, macht auch Spaß. Oh. Redet aber. Das war wieder mehr so dein. Nein! Mann, ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht so schlecht. Nee, diesmal bist du, also da ist jetzt auch das Ziel. Insofern. Sehr gut, sehr gut. Es wird langsam, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir lassen Creepjack ausfallen. Dann habe ich vielleicht gegen 18:30 eine realistische Chance. Da könntest du vielleicht mal ein Level. Ja, ich meine, wir haben genug Level, so ist es nicht. Okay, wie wär's denn dann? Geppetto hatten wir auch waren schon. Wir eben, waren wir eben. Die, hier hätten wir eben weitermachen wollen, ne? Oder hatten wir die schon gemacht? Die beiden hatten wir schon. Bonnie Dungeon und Bonnie Boat hatten wir. Space Mac? Space Mac ist auch Geppetto. Ja, von dem hatten wir jetzt schon zwei. Insofern würde ich jetzt Central Bank Robbery machen von Milungi. Milungi? Milungi? Eins von beiden. Milungi, da steht's. Okay. 3, 2, 1. Oh. Den haben richtig viele Leute schon gespielt. Und eine Abschlussrate von 10%. Sammle alle 50 Münzen. Okay, siehst du, das ist jetzt, ne? Auf jeden Fall, genau. Kein Checkpoint. Okay, das war dumm. Aber solange du da... Alles gut. Okay, das heißt, die 10er-Münzen kann ich komplett ignorieren? Ja, theoretisch. Ich glaube, müssen nur die. Hm, das war ja unnötig. Okay. Da fehlt noch der Schlüssel. Wie schön. Hallo Redaktion, schön, dass ihr an Fabian glaubt. Also Viet kam gerade rein und sagte, sie glauben an Fabian. Sie können gerne mal selber versuchen, gegen Matthias hier zu spielen und werden sehen, dass das nicht so einfach ist. Ihr könnt gerne, ich bin immer bereit. Mario Maker spiele ich immer gerne. Ich habe mich von dem Feuerball töten lassen, der wieder runtergefallen ist. Habe ich gesehen, ne? Gesehen, ja. Ich wollte es nicht sagen. Darfst du ruhig. Aber hier war ich doch gerade. Wo ist denn jetzt dieser... Hä? Achso. Kommt denn diese furchtbare Musik her? Ich glaube, hier, ne? Hier von dem Screen, wo ich gerade bin. Also ich hoffe, dass es hier kein Feueralarm ist. Warum nicht, dass es sowas gibt bei Rocket Beans? Aber wirklich jetzt. Ach, da, ich wollte doch nicht wieder zurück. Jetzt. Komm, jetzt stirb doch mal, Matthias. Okay, weil du es bist. Das ist nett von dir. Checkpoint gab es nicht vorher, ne? Nee. Ach nee, weil es eine Bedingung hier gibt. Genau. Ne? Ich bin da falsch gegangen. Ich muss ja durch die. Ich habe auch ein bisschen Husten, das muss man noch dazu sagen. Ja, okay, dann. Sollten wir das vielleicht nächste Woche einfach nochmal machen. Also dann schickt nochmal weitere Level rein, dann nächste Woche. Hä? Dumm. Ach, da ist da oben diese Note, ja, ist wirklich aus dem Gott.
Gott, der Ton ist ja schrecklich. Ja, was soll ich denn hier machen? Ach, ich geh doch schon wieder. Na, jetzt gerade liegst du vorne, insofern helfe ich dir nicht. Das kriege ich auch alleine raus. Muss ich das da unten aufsprengen? Sag's mir. Würde ich tippen. Boah, du bist so ein Arsch. Ich hab's auch noch nicht. Ich hätte es jetzt auch getippt. Also ja, wirklich. Das ist ja wirklich das Niederträchtigste jetzt. Also ohne Witz. Also ich war noch nicht so weit. Ich war auch hier. Bin hier gestorben von einem Bomber. Aber es wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, dass man da... Ich kann dir sagen, es ist falsch. Okay. Aber irgendwo muss dieser Schlüssel ja sein. Also das habe ich auch noch nicht so ganz durchblickt, wo dieser Schlüssel denn ist. Also wenn der nicht hier irgendwo in einem Hidden Block ist, muss der ja in irgendeiner dieser Blöcke sein. Oh, ich hätte es gerne als meinen neuen Klingelton. Dann wirst du immer an diesen schönen Moment zurückerinnert. Hm. Wahrscheinlich ist es einfach da in dem letzten Block der Schlüssel. Ja, aber wie soll man den denn freisprengen? Also das ist ja, wenn du die Bombe da nicht hast... Gibt's da noch irgendwie einen anderen Weg oder so? Ja, für uns ist dieser Ton genauso schlimm wie für euch. Ah, vielleicht ist es auch einfach der da oben. Der Eisbock. Wie kann den Spielsound ja einfach so lange runterdrehen? Da ist er auch nicht drin. Ja, wo, ach, oh, wir sind so dumm. Sind wir? Ja. Wo ist er denn drin? Ach, Leute. Wie hast du denn das jetzt rausgefunden? Ja, man muss nur hingucken. Da sind ja zwei Blöcke, die kann man auch kaputt machen und dann... Dann ist es ganz einfach. Ja. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft, ja, ich bin durch. Kannst gerne noch, also wir haben sowieso nur noch eine Minute. Brechen sofort. Die Leute warten ja auf Creepcheck. Was, ist schon vorbei? Ja, es ist noch eine Minute. Ernsthaft? Ja, bis Werbung. Es kann unmöglich schon 17 ist, Uhr sein. Wie spät ist denn? 16.27 Uhr. Ja gut, dann haben wir ja noch ein bisschen. Dann kannst ja, du noch, ja noch, also ist ja erst... Es wird das große Comeback. Also bei mir steht auch eine Null. Bei dir steht auch eine Null. Insofern ist ja noch alles... Wir schaffen es noch, das auf 10 zu 10 auszugleichen nach sehr der gut. Werbung. Wollen wir jetzt einfach Werbung machen, bevor wir machen anfangen? Machen wir jetzt ja, würde ich sagen. Besser. Bleibt dran, es wird noch super spannend nach der Werbung. Hallo, herzlich willkommen zurück zu dieser hochspannenden, hochdramatischen Runde Super Mario Maker 2 mit Matthias und mir. Und ich und muss sagen, für die Leute, genau, mit euren Levels, die ihr eingesendet habt, die fantastisch sind, genauso fantastisch wie die Skills von Matthias, der mich hier sehr alt aussehen lässt. Ich muss das ganz offen anerkennen. Ich habe ein bisschen Aggressionen abhauen können jetzt in der Werbung. Das ist alles gut. Ich würde sagen, wir spielen noch ein bisschen weiter. Vielleicht werde ich es ja noch schaffen. Ich würde es für mich jetzt als Triumph schon ansehen, wenn... Sagen wir mal, ich mehr als einen Punkt mache. Wenn ich zwei Punkte mache, würde ich sagen, dann bist du zufrieden. Dann bin ich rehabilitiert. Bei drei Punkten würde ich sagen, ich bin der moralische Gewinner dieser Veranstaltung. Wenn es, naja, das ist unrealistisch, dass ich noch 10 Punkte mache. Wir spielen am besten einfach weiter. Okay. Where is home? Von der guten Naranilla. 3, 2, 1, go. 19% Abschlussrate. Where is home klingt wieder so, als müsste man nachdenken. Und das ist was, was mich generell eher immer überfordert. Ja, okay. Thematisch Rätsel und Thema. Ich gucke einfach die ganze Zeit heimlich, was du machst. Oh, Schneemänner. Bis jetzt soweit alles gut. Oh. Also das sind, hast du bewusst gesehen, dass da oben Stacheln sind? Ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Hä? Okay. Hä? Was? Nee. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo du reingegangen bist. Okay, ich check's nicht. Es müsste jetzt die Subwell sein. Okay, dann müssen wir jetzt hier rüber. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier wieder zurück woanders hinkommen. Ja, sehr schön. Was jetzt? Ach, okay. Okay. So einfach scheint es nicht zu sein. Ah, okay, es hat sich was verändert. Schauen wir mal hier. Bin ich wieder woanders. Wo siehst du denn da irgendwelche Veränderungen? Also gerade hatte ich ich habe bis jetzt auch nur einen Screen, der anders war. Ich könnte jetzt sagen, wie du da hinkommst, aber ich weiß nicht, wo du gerade bist. Das weiß ich leider selber auch nicht.
Ich kann ja auch einfach die Ah, okay, warte, das ist doch bestimmt ein Hinweis. Okay. Ach, shit. Du bist so schlau. Warum? Du bist gegen den Stachel gekommen. Da du kleiner Mario bist, Das. Das Problem ist, du hast es jetzt schon wieder durchschaut. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich wüsste jetzt einigermaßen, wie der Weg wäre. Soll ich denn noch? Ja, also, ich habe es schon verstanden. Man muss da am Anfang gucken, wie die Schneemänner auf diesen Sockeln stehen und dann kommt man zum Ausgang. Man muss nur einmal drauf kommen. Na toll. Aber schöne Idee tatsächlich auch. Ja. Da habe ich letztens auch eins. Okay, Zorro von Wayne. 3, 2, 1, go. da habe ich letztens ein Ding gespielt, ein Level. Da waren dann immer so drei Kistchen und du musstest gucken, welches anders war als die anderen. Das war auch sehr cool gemacht. Himmel, wenn ich gucke, wie du es beim ersten Mal schon wieder schaffst, da hochzukommen. Okay. Hallo? Hä? Bist du denn? Ach so. Wieso geht er? Also. Alter, okay. Muss ich den. Okay, das ist. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay. Präzise Jumps. Okay, ich raff nicht mehr, wie es hier weitergeht. Du springst mit dem Panzer auf die Kanonenkugel und dann aus dem Panzer raus. Achso, ich wusste nicht, dass da oben einer liegen bleibt. Dann. Hä, wie komme ich denn hier jetzt rein? Ja, das hatte ich gerade auch, aber du kannst durch. Man kann da durchgehen? Ja. Ah ja. Genau. Und jetzt wird's. Und jetzt raff ich gar nichts. Da musst du Spin jumpen. Das sagt das Z. Ja. Aber weiter bin ich auch noch nicht. Wie habe ich denn eben den Panzer hier hochbekommen? Ach so, da kommt. Nee, die kommt oben welche raus. Ach so, ja, okay, klar. Ich muss natürlich auch auf den Koopas landen. Das ist ja nahezu ausgeschlossen. Deswegen sage ich, jetzt wird es schon ein bisschen trickier. Präzise Jumps. Wenn da noch mehr sowas kommen, dann wird das eng mit den 10 Minuten. Komm, rutsch da doch runter. So. Ja, und dann von dem dritten aus, wo bist du dann hin? Auf das Ding. Wenn du am Ende Z gedrückt hältst, dann machst du einen größeren Sprung. Das ist ein bisschen hier wie, als ob ich hier so ein Tutorial gerade bekommen würde, für wie man das Spiel eigentlich spielt. Ach, da muss man erst da, okay. Okay, düpp. Ja. Das sind die ersten Level, die man wirklich grinden muss hier, so ein bisschen. Okay, ich werde jetzt kein einziges Mal. Ja, Alter. Sehr gut. Man kommt rein, ne? Hast du sowas wie einen Checkpoint irgendwo schon gesehen? Nee, noch nicht. Da muss man durch die Röhre. Ich würde vermuten, dass nach der Röhre ein Checkpoint kommt. Wenn es denn einen gibt. Oh Mann, ey, ich hab's gerade noch gesehen, wie du an der gleichen Stelle gestorben bist. Und dachte mir so, nee, so dumm bist du nicht. Und machst das auch. Alter, okay, wie soll man das denn machen? Okay. Aber wenigstens gibt's einen Reset. Ja, komm schon raus. Ja, toll, ey, wie soll denn. Werde ich niemals schaffen, die Stelle, wo du bist. Ja, die kannst du sogar mehrfach versuchen, aber irgendwie wollte der Panzer nicht nochmal rauskommen. Das hat's etwas schwieriger gemacht. Wieso bleibe ich hier so oft hängen an dieser blöden Kante? Die ist auch ein bisschen blöd, ich verstehe auch nicht, wofür die da ist. Man muss ein bisschen mit Anlauf schon vorher ducken, dann geht's. Oh, ich wünschte mir, wir hätten Eddie zu dem Item hier eingeladen. wenn ich das alles gewusst hätte, ich hätte das alles so anders geplant. Wollen wir das Handy neu renovieren? Oder warum?
Sag mal, wieso schaffe ich denn diese Stelle jetzt nicht mehr? Okay. Okay. Checkpoint? Checkpoint. Echt, du hast einen Checkpoint gefunden? Yes. Hammer. Na, okay, dann muss ich weiter springen. Okay, okay. Ich glaube, ich habe es original zweimal oder so darüber geschafft. Na, da hast du ja noch 5 Minuten. Wäre es für dich okay, Matthias, wenn wir sagen, wir schneiden nur meine Hälfte raus und wir tun so, als hättest du einfach ein sehr, sehr gutes Let's Play gemacht des Spiels? Das ist fair für mich, das ist okay. Aber dann muss ich noch irgendwie einen Audiokommentar machen, dass ich irgendwie dann rede, wenn du eigentlich reden würdest. Der zweite Teil ist bis jetzt wesentlich einfacher als der erste. Aber jetzt wird's hier auch. Okay, okay, hallo? Ja, toll. Wir hätten einfach eine Batterie an super einfachen Leveln nehmen sollen, wo man überhaupt nicht solche fortschrittlichen Skills braucht, die du alle hast, die ich leider nicht habe. Ja, ich habe deswegen immer wieder User-Level genommen. Ja, finde ich auch gut so. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die so krass sein würden. Also der hier ist auch wirklich, muss ich mal sagen. Der ist schon, ne? Aber macht immer noch Spaß. Ich muss sagen, ich setze mich ja auch gerne an so schwere Level manchmal. Matthias, wieso schaffe ich diese Stelle nicht mehr? Weil du zu viel drüber nachdenkst? Ich weiß es auch nicht. Aber ich muss sagen, der Level hier ist gar nicht frustig. So, man weiß, woran es scheitert. Es ist nicht so ein Troll-Level oder so, die dann gerne mal richtig ätzend sein. Wieso hab ich die ganze Zeit jetzt dafür? Wenn du den ersten Prüfer triffst, musst du den loslassen, ne? Ja, ja. Weil dann vom Schwung her hast du eigentlich genau das. Vom Gefühl her würde ich sagen, ich mach's die ganze Zeit richtig. Noch 3,5 Minuten, das überstehe ich noch. Ach, da muss man rutschen. Ah, oh, okay. Okay, und nochmal. Aber ich muss auch sagen, die Skills von Eilis, dass der in all diesen Leveln die Weltrekorde hat, richtig, muss man krass. Ja auch Hammer. Anerkennen. Vielleicht können wir auch gleich noch sein Level spielen, er hat auch eins eingeschickt. Aber vielleicht ist das dann auch so schwer, wenn er die Level hier einfach mit so easy Weltrekorde hat. Ich komme einfach hier. Ich hau jedes Mal zwischen dem zweiten und dem dritten spätestens daran. Komisch. Drückst du zu früh, dann geht er drauf, oder? Ich weiß es einfach nicht. Nicht so schlimm. Jetzt hast du es geschafft. Hoffe ich. Ja. Yep. Oh, ein Glück. Ja, habe ich mich sehr schwer getan an dieser einen spezifischen Stelle, würde ich sagen. Ja, der Anfang, der war auch nicht ohne. Also da ist ja schon, hab ich auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich das drauf hatte. Gut. Okay, das nächste wäre noch von Wayne. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal. Zeit. Dann lass uns einmal runter nach links gehen. Ganz Mario's Frozen Mustache Adventure. Das ist nämlich von Eilis, der überall die Weltrekorde hat. 3, 2, 1, go. 45 Versuche von 1400 noch was waren erfolgreich, diesen Level zu spielen. Ja, dann könnte das auch das letzte Level sein. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Und verkackt. Schlimmer als Brasilien, Deutschland, schreibt Mani Berlin. Das stimmt. Ja, die haben meinen 2-1. Kacke. Puh. Den Sprung habe ich auch noch nicht geschafft. Also insofern, ich glaube, da könnten schon die Prozente herkommen. Ach so, es gibt ja gar nicht den Drehsprung hier. Nee.
Okay, den hast du auch noch nicht geschafft. Nee, auch noch nicht. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Wie schaffst du denn überhaupt den, ohne da oben anzustoßen dann? Nur kurz drücken. Jetzt habe ich es nicht gehört. Jetzt Vorführeffekt. Ja. Vorführeffekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, verkackt. Ja, wo soll denn da der richtige? Ja, Arion, sehr gerne. Gib mal einen Tipp. Und? Ja, ich im Chat nicht schwingen. Ach, ernsthaft? Da weiß ich noch nicht, ob das... Das kann doch nicht klappen dann, oder? Wie soll man den Sprung denn schaffen? Also, oder meinst du den, um als kleiner Mario... Ja, ich glaube, da darfst du nicht so doll schwingen. Aber hier kommst du doch ohne Schwingen gar nicht so weit. Aber mit auch nicht. Aber klein bleiben? Also, ich weiß nicht, wo ein bisschen weiterkommt. Versuche ich mal. Oh. Na, guck mal, du hast das. Tatsache. Okay, mit klein geht's einfacher. Danke, Arion. Man muss den Hebel ziehen, ja. Ja, der Pilz ist wahrscheinlich kein Troll, der ist nur, um den ersten Sprung leichter zu machen. Da muss man den nicht so präzise machen. Kann man da quasi Damage boosten. Ah, guck mal, Fabian. Klappt doch. Oh Gott. Bist du auch durch die Tür schon durch? Nee, noch nicht. Nur wieder am Anfang. Ich werde jetzt hier völlig unmotiviert von dem Ding gleich getroffen. Nee, ich breche mir jetzt hier einen ab und schaff's einfach nicht durch die Lücke zu kommen. Das wäre mein erklärtes Ziel. Wie shit, ich habe einen Checkpoint erreicht. Okay. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht bekommen. Ja, ist auch ein Checkpoint. Also bist immer noch vor mir. Ich breche mir auch noch einen an der Lücke ab. Ach Gott. Wie soll ich denn den Schlüssel kriegen und das nächste Ding dann mitnehmen können? Chat, sagt es mir bitte. Okay, wenn ich da... Dann sterbe ich auf jeden Fall. Dreimal auf denselben Panzer. Okay, ich muss etwas schneller sein. Chat sagt dreimal auf denselben Panzer. Ach so, auf den. Hast du es geschafft? Ja, ich bin jetzt beim Checkpoint. Ja, ich meine, ob du die Stelle schon geschafft hast. Nee, ich fange gerade an. Du hast schon einiges an Vorsprung. So, jetzt erstmal gucken. Ich verpasse immer den ersten Panzer. Das ist total dumm. Dumm. Was? Oh, Leute. Es hätte mir so klar sein müssen, dass es nicht so einfach geht, wie ich mir dachte. Natürlich sterbe ich jetzt. Ich hatte kurz Angst. Hast du es geschafft? Nee. Ach, da gibt's noch einen Checkpoint. Ja gut, dann wird's eng für mich. Ja, ich schaff's doch wieder jetzt. Komm doch jetzt da wieder nicht weiter. Ja, jetzt hänge ich wieder an so einem Ding, weil ich's nicht raffe, wie es geht. Ach geil, genau den gleichen Tod nochmal gestorben. So, jetzt bin ich dran. Scheiße. Ach, wenn man den Schlüssel nicht hat, dann ist es natürlich schwierig. Aber wo soll man denn den zweiten Schlüssel hernehmen? Ich glaube, du musst zurück, ey. Ich glaube, Boom Boom hat einen Schlüssel, aber du brauchst den ersten Schlüssel, also aus dem anderen Raum den Schlüssel noch. Oder ist... Ach so, ah, okay. Verpasst. Verpasst, dumm! Mhm. Dumm. Also es kann nicht die Lösung sein, ihn nochmal zu töten. Nein? Nein. Mann, ich dachte, ich wäre mega schlau. Du weißt die Lösung bestimmt, ne? Ich habe eine Vermutung, ja. Ich habe keine Vermutung. Guck dir den Raum mal genau. Ja, ich sehe diesen blöden Block. Ja, aber der war es nicht. Ich hatte auch gedacht, der wäre es, aber der war es nicht. Also das Ding ist ja, hier vorne gibt es ja den Schlüssel. Theoretisch. Ach, nicht im Ernst, oder? Aber... Kommt der V-Block nochmal? Vielleicht waren es auch in den vorderen Dingern.
Ach so. Kacke. Immer noch nicht. Ja. Ja, aber den Schlüssel, den kannst du ja nicht holen hier nochmal. Ja, wenn, dann müsste man zu einem anderen Checkpoint zurück. Aber. Ja, aber das kannst du ja nicht aktivieren. Ach so, du meinst einmal komplett zurück? Aber du kannst den Checkpoint, glaube ich, nicht nochmal aktivieren dann, oder? Doch. Echt? Ja, doch, doch. Gibt so Troll-Level, wo du dann wieder zum alten Checkpoint zurückkommst. Wäre mega mies. Aber es kann natürlich sein, weil ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich meine, okay, jetzt ist die Tür auf. Ja, aber die zweite brauchst du. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit. Geht's nicht mehr weiter. Also mit dem Pau dachte ich, dass vielleicht bei den Mannschaften drin ist, aber der verbirgt auch keinen. Ja, gut. Also ist jetzt dein Plan, tatsächlich nochmal einfach zurückzugehen? Ich habe noch eine Vermutung, die versuche ich jetzt erst, aber. Der eine. Aber was genau macht der Powerblock dann nochmal? Der Powerblock killt alles quasi. Ach so, ja gut, aber er ist jetzt nicht notwendig zur Lösung des Rätsels. Ne, ich vermute, also es ist eine Möglichkeit, die er noch hat, dass einer der Muncher quasi den Schlüssel hat. Ach so. Aber ich krieg hier den ganz linken Muncher nicht getötet. Deswegen. Ja, irgendwo ein Kaizo kann auch sein, aber das würde ich alles gar nicht zutrauen. Boah, das wäre halt auch so ein, ist halt auch so ein super schwieriger Sprung am Ende dann da wieder. Mm. Ich bin an der gleichen Stelle auch gestorben gerade. Um auf die Frage im Chat einzugehen, woher die Annahme herkam, dass ich dem besten Spieler, besten Mario Maker Spieler bei RBTV die Stirn bieten konnte. Ich wusste es schlicht nicht, dass du so scheiß gut bist, Matthias. Ich dachte, das ist so, da, okay, da kommt jemand von Game 2 vorbei, dann zeigst du auch mal kurz, wie das Spiel funktioniert. Das war ein fataler Irrtum tatsächlich. Hast du es geschafft, da wieder zurückzukommen? Jetzt ja. Toll. So, jetzt gucken wir mal. Aber behältst du den Schlüssel dann auch, wenn du jetzt nochmal stirbst? Nee. Dann müsstest du alles nochmal machen? Ja. Das ist ja toll. Kacke. Okay, jetzt passiert die. Ach so, na gut. Und nochmal. Schaffst du denn hier den Sprung? Mit Schwung holen von dem Haken. Das ist ein super Tipp. Oh, du hast es? Ich hoffe, Hammer. Dass ich jetzt nicht sterbe. Hammer. Ich würde es dir richtig gönnen, tatsächlich. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Geil. Achso, ich hätte natürlich auch rausgehen müssen jetzt. Aber jetzt ist er jetzt auch fast. Also insofern. Leichter Designfehler, Eiles. Das ist nett, aber, dass du das sagst. Trotzdem gutes Level. Komm, ein, zwei schaffen wir noch. Ja. Upsa. Gut, nehmen wir doch Claws and Saws. Das klingt gut. Von? Von Mizilla. Ja. Mizilla im Forum. 5,2%. 5,0. Gut. 3, 2, 1, go. The Wiggler is your friend, steht in der Beschreibung. Nur falls du es nicht gelesen hast. Das ist nett, dass du es gesagt hast, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Yeah. Okay. Ach, man kann ja nicht. Ach, das ist ja. Dass sie das auch weggemacht haben, das verstehe ich nicht. Ja, du konntest im alten Mario Maker und ich glaube sogar auch im Super Mario World damals mit einem Panzer in der Hand an der Ranke klettern. Okay, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, das haben sie rausgepatcht. Warum das denn? Ja, das versteht auch keiner. Vor allen Dingen hat das ganz viele so Kaizo-Level und so weiter. Also funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist eine valide Taktik in vielen Leveln gewesen. Und jetzt geht's halt nicht mehr. Deswegen war ich gerade verwirrt, dass er sich nicht festgehalten hat. Na, das ist aber okay. Okay. Okay, du bist aber woanders als ich. Nein! Also ja, es stimmt. Hast du einen Checkpoint? Ja. Okay. Ich auch. Aber.
Holy shit, wie ich nicht damit umgehen kann, wenn ich einmal vorne liege. Aber hier war... Hä? Bist du nicht gerade... Bist du doch hier. Wie bist du denn... Okay, dann warst du... Ach, dummer Kumba. Ah, dumm. Das war ja echt dumm. Das ist überhaupt nicht so schwer. Ach dumm. Dumm. Ich hab gedacht, ich hau noch hier auf diese Kante drauf, ne? Die Stacheln haben auch scheiß Hitbox insofern sehr gut. Ich war einfach so massiv überrascht davon, dass da der Ausgang jetzt kommt. Okay, Matthias, ich sag's ganz ehrlich, es ist für mich emotional so, als hätte ich einfach gewonnen jetzt. Weil es auch so schön ist, es ist jetzt direkt zum Abschluss. Okay, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich bin jetzt richtig pumped. Komm, jetzt, für das komm, Spiel jetzt, wieder. Jetzt holst du noch deinen zweiten Punkt. Du hast gesagt, dann bist du zufrieden. Das schaffen wir. Escape from Ice Ground. 3, 2, 1, go. Red Coins indicate spin jumps. Stand in der Beschreibung. Mann, ich hätte mal diese Beschreibung lesen sollen. Ich glaube, man muss sie nicht einsammeln. So. Doch, oder? Da ist doch eine Anzeige rechts. Ja, die ist automatisch da, sobald sie im Level sind. Wie bist du da schon wieder rübergekommen? Mit welchem Dings, den ich nicht kenne? Ich bin einfach nur gehüpft. Wir hätten einfach aufhören sollen. Ich hätte auf diesem Hai einfach jetzt abschließen sollen hier. Dumm, dumm, dumm. Dumm. Okay, gut. Hast du einen Checkpoint erreicht? Ja. Hä? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Roter Kuchen. Was? War da vielleicht eine rote Münze? Hätte die irgendwas bewirkt? Nee, aber die sagt was. Red Spin Coins Indicate. Spin Jump. Genau. Du hast deinen zweiten Checkpoint schon erreicht, ne? Ja, gerade in diesem 2 Minuten vorher. Okay. Okay. So, einen schaffen wir noch, was? Ja. Geil. Wenn der noch so ist. Ich glaube, ich habe auch nur noch einen runtergeladen, tatsächlich, von denen, die du mir genannt hattest. Ich glaube, wir haben noch einen von den schwierigen, theoretisch, da drüber. Also den hätten wir noch, Shell Games. Shell Aber Games. Machen wir auf Pipes and Poison. Not too hard, hurry in the underground, beware of the munchers. 3, 2, 1, go. Kurz und knackig. Okay, das geht schon mal gut los. Uiuiuiui, okay, alles klar. Wieso ist da oben ein Checkpoint? Der macht mir Sorge. Ah, okay. Okay, wir haben noch 2 Minuten, lieber Matthias. Ich glaube, die Leute werden ungehalten, wenn wir sie von Creepjack abhalten mit Florentin und Jannis, was danach kommt. Ich würde schon mal sagen, es war mir ein Fest, mit dir zu spielen. Ich kann auch tatsächlich ganz gut damit leben. Du hast einfach hervorragend tatsächlich gespielt heute hier. Ja, vielen Dank.
Falls ihr da draußen, liebe Leute, noch mehr Mario Maker sehen wollt, ich bin sicher, es gibt noch andere Leute im Haus, die denken, sie sind jetzt angestachelt, den Matthias nochmal rauszufordern, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und vielen Dank auch nochmal an alle, die diese wunderbaren Levels gebaut haben. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Ich finde das auch sehr motivierend. Es ist auf jeden Fall so, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich hier machen muss, deswegen gucke ich einfach, was du machst. Dran vorbeispringen. Ach so, Mann, wie einfach. Jetzt war ich zu langsam dadurch dann. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, es ist natürlich, also auf jeden Fall hast du einen krassen Kompetenzvorsprung, Matthias. Das ist für mich, glaube ich, nicht in absehbarer Zeit jetzt einholbar. Du hast es einfach sehr gut gespielt. Du hast sehr gute Mario-Skills. Wenn ich was kann, dann ist es Mario. So muss ich das leider sagen. Ja, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Die Level sind auf jeden Fall alle super geil gewesen. Nochmal vielen Dank, Arion, fürs Rausholen von den ganzen Posts. Und du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Guck mal, das ist ja perfekt getimt. Nochmal Timing. Da haben wir die 15 voll gemacht. 15 zu 1, ein vernichtendes Ergebnis. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr wollt. Jetzt kommt Creepjack. Bis dahin und tschüss. Ciao.